Man kann auch mit der mittleren Reife hier die Fachhochschule. Oh Gott. What? Skelett macht 2 Schaden? Hä? Mache ich mir, glaube gleich eine Eisenspitzhacke. Und dann können wir nämlich den anderen Kladderadatsch hier auch abbauen. So, so, so. Ah, da geht's noch weiter. Oh. Noch weiter in die Tiefe. Und dann möchte ich doch... ups, Gott, doch Gott. Also falls ihr natürlich irgendwelche Themen habt, über die zum Beispiel ihr möchtet, dass ich darüber rede, kein Problem, einfach unten in die Kommentare schreiben. Aber dann würde ich einfach mal anfangen. Und zwar... ja, mit dem riesengroßen, behinderten Scheißthema Schule. Was... jetzt vielleicht einige nicht so erfreut, aber Leute, Schule, wichtig, ja, wichtig fürs ganze Leben. Ich kann ja einfach mal sagen, ich gehe aufs Gymnasium, aber ich habe mich jetzt entschlossen, dass ich, also ich gehe jetzt in die 11. Klasse und ich habe mich entschlossen, aufzuhören. Denn Abi, ja gut, ich kann mal sagen, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock hier zu lernen. Die, wo mich kennen, können das total bestätigen. Deshalb heißt ja auch die, oder ja, die Noten gingen jetzt halt auch in letzter Zeit ziemlich der Bell nach unten. Und, ja gut, so schön ist es natürlich nicht, aber, ich habe einfach gesagt, wenn man ja die Haupt, ne, die Hauptschule, das Gymnasium ja mit der 11. Klasse, ja sozusagen die 11. Klasse hat, oder halt zu Ende ist, hat man ja diese Fachhochschulreife oder wie man das auch immer nennt, ich habe keine Ahnung. Und dann kann man da eine Ausbildung mit anfangen, was ich natürlich auch machen werde. Werde mich dann da auch in den nächsten paar Wochen entscheiden, was ich dann überhaupt für eine Ausbildung machen werde. Aber Leute, wenn ihr in der Schule, also falls ihr jetzt auch irgendwie YouTuber seid und hier denkt, das ist hier, ja, das ist ganz einfach und Schule, das packe ich schon, also YouTube ist schon so ein, wow, was ist das hier? Also YouTube ist wirklich, vor allem wenn man auch hier so Let's Plays oder sowas ähnliches macht oder allgemein auf YouTube tätig ist, YouTube ist nicht ohne. Also was so, was eigentlich viele Leute denken, dass es einfach so mal, ja, über die Schulter mal so kurz gemacht wird. Oder einfach mal ganz schnell hier mal kurz ein Video produzieren oder was aufnehmen, ich habe keine Ahnung, was ihr auch immer macht. Es ist wirklich nicht ohne und ja gut, muss ich kurz überlegen, also es ist, wie soll ich sagen, also klar, ihr dürft die Schule nicht vernachlässigen, was jetzt vielleicht bei mir so ist, aber ich kann euch sagen, es ist nicht wegen YouTube vernachlässige ich die Schule, sondern es ist bei mir schon seit jetzt der 8. Klasse habe ich ja keine Lust mehr halt irgendwie was zu lernen und deshalb habe ich einfach gesagt, ja gut, mache ich jetzt halt, ich wollte ja eigentlich schon so nach der 10. habe ich mir schon überlegt zu gehen, aber dann, ja gut, das bringt ja auch nur was, die 11. zu haben, denn diese Fachhochschulreife, das ist
Das ist ja... Wow. Skelett. Oh. Die Fachhochschulreife ist ja nochmal eine Stufe besser hier wie zu der mittleren Reife. Und man kann auch mit der mittleren Reife hier die Fachhochschule... Oh Gott. What? Skelett macht 2 Schaden? Hä? What? Okay, krass. Also ich hatte in Erinnerung, dass ein Skelett nie 2 Schaden gemacht hat. Aber gut. Also, ja, wo war ich überhaupt stehen geblieben? Ich weiß schon gar nicht mehr. Also ja, nach der 11., also sozusagen auf dem Gymnasium, die 11., wenn man dann eine Ausbildung macht, dann kann man sozusagen, wenn man die Ausbildung fertig hat, also abgeschlossen mit der Abschlussprüfung, kann man sich von der Schule sein Fachhochschul, was weiß ich, wie das Ding heißt, sein Zeugnis halt abholt. Wow, was ist das für ein Wurm? Und ja, wenn ich jetzt zum Beispiel die Realschule noch, also sozusagen mit der Realschule gegangen wäre, dann hätte ich ja, oder müsste ich ja noch diese ein oder 2 Jahre, was es ja sind, diese Fachhochschule machen. Also sozusagen nochmal in eine Schule gehen und, ja, diese Ausbildung oder halt diese Schule, auf diese Schule dann zu gehen. Und das ist dann halt auch ein bisschen kacke, weil man ja sozusagen auch mit der... Mit Ende der 11. Klasse hat man das ja eigentlich genauso und das wäre dann eigentlich ein Jahr. Ja, ich glaube, ein Jahr spart man dann auch ein. Also wenn man vom Gymnasium kommt. Ah, lass mich hier rein. Hab ich denn alles? Nee, ich habe um Längen noch nicht alles. Muss ich ganz kurz gucken, wo meine Sachen sind. Dann kann ich weiterreden. Ist schon arg dunkel hier, deshalb... Muss ich ganz kurz schauen, hier liegt noch was. Da unten liegt noch was. Deshalb habe ich mich jetzt einfach entschlossen, nach der 11., also Abitur, nicht zu machen. Denn das würde ich ja sowieso nicht schaffen. Ich weiß, es klingt jetzt irgendwie wie so ein Vorwurf oder so, dass ich es eh nicht schaffe, aber... Wenn man halt jetzt schon keine Lust irgendwie hat zu lernen, weil das Abitur, da muss man sich ja echt ewig drauf vorbereiten. Und da müsste ich halt jetzt schon... anfangen sozusagen zu lernen und ich lerne selbst jetzt nicht darauf, auf irgendwelche Arbeiten oder Klausuren, wie man es auch immer nennt. Und ich bin mir schon klar, dass es dann bei der Ausbildung trotzdem halt eine Schule gibt, aber die ist halt weniger, das ist halt nicht Gymnasium, das ist klar. Zombie. Ich finde meine Sachen nicht mehr. Da unten liegt noch was. Da liegt wahrscheinlich eine Steinspitzhacke. Und die Eisenspitzhacke ist leider weg. Naja. Zombie. Nicht mein Brot. Hä? What? Ich mach...
Kein Schaden, doch jetzt. Krass. Ich hab grad gedacht, ich mach keinen Schaden dem Zombie.